Die WMAG ist eben mit ihren Freileitungen in der Natur. Wir wollen der Natur auch was zurückgeben und demzufolge ist der Vogelschutz naheliegend. Die Vögel brüten auf unseren Leitungen und nutzen diese zum Absetzen. Also gibt es keine gesetzliche Verpflichtung dazu, das zu tun. Das ist einfach letztendlich Sponsoring an der Natur. Die Beringung bezweckt, dass wir wissen, wo bleibt der Storch. Also wir geben ihm eine individuelle Nummer und diese individuelle Nummer gibt ihm praktisch den Reisepass und wir sehen, wo er wieder auftaucht, wo er hinfliegt. Die Zugwege sind zwar in erster Linie bekannt, aber es geht hier auch um praktisch die Frage, sind die Störche nesttreu oder sind sie partnertreu? Und all diese Fragen können wir mit der Beringung abklären. Wir haben früher die Nester bestiegen mit Leitern und das war nicht ganz einfach. Das waren auch dann nicht unbedingt Masten, sondern auch Dächer. Und da musste man aus dem ganzen Dorf die Leitern zusammenholen, um da hochzukommen. Und wir sind der WMAG eigentlich sehr dankbar, dass wir das mit dieser Technik sehr komfortabel machen können.